Interessantes Duell mit Karabakh in Baku vor Ort, etwa 20 Grad, etwas andere klimatische Bedingungen, aber vor allem eben ein langer Flug, der wartet gleich auf den Werkself-Tross. Rund 5,5 Stunden sind angesetzt für diese Reise nach Aserbaidschan, die leider, und das ist die aktuelle Information, während wir hier eben auch die Werkself schon sehen, wie sie sich so ein bisschen eingroovt für dieses Abschlusstraining, die leider auch Edmond Tapsoba nicht mitmachen kann. Ihr habt es mittlerweile oder vielleicht auch schon gehört, unser Innenverteidiger mit der Nummer 12 fällt aus für die Partien in Karabakh und gegen Union Berlin, wird an der linken Hand operiert. Da wünschen wir natürlich gute Besserung. Laut Zeitplan soll er dann gegen Werder Bremen wieder dabei sein. Aber für die Partie morgen abends in Aserbaidschan leider nicht. Patrick Schick, das Thema haben wir auch natürlich ja schon behandelt, ist auch nicht dabei. Und Arthur, der weiterhin in der Reha sich befindet. Also diese drei Spieler sind auch heute logischerweise auf dem Platz nicht zu sehen. Das nur mal zur Einordnung. Wir haben hier fast schon aserbaidschanisches Wetter. Also die Sonne scheint, ein paar Grad kühler ist es hier, aber wunderbare äußere Bedingungen, sodass wir dann schöne Bedingungen haben, um beim aktuellen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mal sozusagen durchs Schlüsselloch zu schauen. Und natürlich ist die Werkself in aller Munde, aber nicht nur sportlich, sondern eben auch wegen euch. Die Fans der Werkself reisen natürlich jetzt nicht zu Tausenden nach Aserbaidschan morgen, das kann man auch verstehen, auch da gibt es natürlich ein paar, die das auf sich nehmen, aber vor allem auch in den Auswärtsspielen. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön auch an euch, denn es war Wahnsinn. 3.000 in Sandhausen, 3.000 in Sinsheim oder 5.000 in Mainz, in Wolfsburg auch fast 3.000 Fans. Also das ist eine fantastische Leistung, auch von euch. Deswegen nochmal ein dickes Dankeschön auch durch diese Unterstützung, auch zu Hause in der Bayer Arena, wo alle Heimspiele quasi ausverkauft waren, hat die Mannschaft diese sensationellen Leistungen bringen können. Wir haben eine Frage aus dem Chat, die dreht sich um Odilon Cousonneau, der leichte muskuläre Probleme hatte und zur Halbzeit in der Partie in Sinsheim in der Kabine blieb. Er musste pausieren, ist aber jetzt wieder nach unseren Informationen und auch das, was wir, und das ist auch das, was wir hier beobachten können, wieder so weit hergestellt, dass er mitspielen kann morgen in Karabakh. Vielleicht kurz zur sportlichen Einordnung. Karabakh hat die ersten beiden Spiele in der Europa League Gruppenphase mit 1:0 gewinnen können. Dann gab es eine 1:5 Packung in Leverkusen, aber trotzdem, das hat Xabi Alonso eben gerade heute Morgen in der Pressekonferenz nochmal betont, das ist ein Gegner, auf den wir aufpassen müssen. Starker Gegner mit einem guten System, mit einer klaren Spielanlage, und die werden uns zu Hause, so Xabi Alonso, sicherlich das Leben deutlich schwerer machen noch als in Leverkusen. Er hat auch über die Rotation gesprochen. Alle Spieler zeigen ein gutes Niveau. Bis jetzt haben wir das sehr gut gemacht. Und wir haben eine gute Mentalität, wir haben eine gute Konzentration. Also das ist alles gut bisher. Aber wir wollen natürlich weiter dranbleiben und jetzt nicht aufhören. Das ist ja sowieso das Credo von Xabi Alonso, der das ja kennt aus den großen Clubs, in denen er gespielt hat. Aus Liverpool, aus Madrid, aus München, dass man immer wieder alle 3 Tage oder auch jeden Tag im Training die Leistung bestätigen muss. Und genauso hat er das bisher seiner Mannschaft wunderbar verinnerlicht. Ja, mit bei der Pressekonferenz war auch Matej Kova, unser Torhüter, Neuzugang im Sommer, der bisher in den Pokalspielen gespielt hat, Matej Kova, und
auf dem Podium saß bei der Pressekonferenz und sozusagen direkt von Xabi Alonso ja, die Spielgenehmigung für morgen bekommen hat. Er sagt, in den drei Spielen in der Europa League haben wir es gut gemacht. Das ist ein guter Test für uns morgen. Ein ganz schweres Spiel. Ich freue mich darauf, dass ich wieder dabei sein darf. Und auch er erwartet ein deutlich schwereres Spiel als im Hinspiel. Dann wurde er noch gefragt zum Verhältnis zu Lukas Radetzky, mit dem das ja so eine Art Wechselspiel ist. Lukas Radetzky bestreitet die Bundesligaspiele und jetzt Matej Kovar vorwiegend, so muss man ja sagen, im Pokal eingesetzt. Ja, das ist natürlich toll, dass ich von seiner Erfahrung profitieren kann. Eine große Persönlichkeit. Ich kann viel von ihm lernen und wir haben auch einen Vorteil. Wir sprechen eine Sprache. Ja, also da ist dann auch in Sachen Kommunikation alles perfekt. Gutes Verhältnis, die beiden Bayern 04-Torhüter. Und so ist dann auch diese Rotation im Tor kein Problem für alle Beteiligten. Also Matej Kovar wird spielen, Arthur Schick und Tabsoba nicht dabei. Ansonsten soweit, wie wir das hier auch überblicken können, alle einsatzfähig. Na klar, sind natürlich verschiedene Spieler in aller Munde. Ein Alejandro Grimaldo mit seinen 5 Toren in der Bundesliga in 10 Spielen, schon wieder ein Doppelpack in Sinsheim, ein Granit Xhaka, der Linker und Denker im Mittelfeld, ein Victor Boniface mit 2 Vorlagen in Sinsheim, das wollen wir ja auch nicht unterschlagen, also eine Werkself in guter Form, eine Werkself, die Widerstände bricht, die es jetzt zunehmend gibt im November in Sandhausen 2:2 auf 2:2 gestellt, der Gegner und am Ende noch gewonnen in Sinsheim das Gleiche und am Ende macht man es dann eben auch mit Xabi Alonsos Lieblingsbegriff Mentalität. Die erste Passübung des heutigen Nachmittags ist vollendet. Und jetzt geht es unter der Anleitung des früheren Weltklasse-Spielers Xabi Alonso zur nächsten Station. Hier können wir auch hier vorne nochmal den Beleg für die Aussage von vorhin untermauern. Odilon Cossonneau erfreut sich bester Gesundheit und wird mitfliegen nach Aserbaidschan. Und ich vermute mal, dass wir da jetzt noch ein paar Minuten draufschauen dürfen hier, wie Xabi Alonso seine Mannschaft einstellt. Und wir hören mal rein, würde ich sagen. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so gut zu verstehen, aber auf jeden Fall ist eine klare Positionierung bei diesem Positionsspiel sofort benannt worden von Xabi Alonso. Jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist ihm ja auch ganz wichtig, die Trainingsvorbereitung, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, dass keine Zeit verloren wird. Das gilt nicht nur heute für den engen Zeitplan vor dem Abflug, sondern eben auch generell. Klare Ansage, was er erwartet und los geht's, untermauert von den Kommentaren von Xabi Alonso. Wunderbar zu sehen, zu hören, wie engagiert natürlich Xabi Alonso hier das gesamte Bayern 04 Training ihn mit jeder Faser mitcoacht. Er ist unser 12. Mann, so sagt es ja auch Jonas Hofmann. Und das ist ja auch in diesen Sequenzen wunderbar zu beobachten. Wenn ihm was nicht passt, wird er sofort dazwischen gegangen. Und der Spieler bekommt sofort das Feedback. Aber
weiß sofort, wo er dran ist. Also, das sind schöne Einblicke in das Bayer 04 Training. Die Werkself macht sich dann heute Mittag auf Richtung Flughafen Köln-Bonn. Von da aus geht es dann direkt mit dem Flieger nach Baku. Morgen das Spiel. Vielleicht für euch nochmal zur Einordnung. Das Spiel findet um 18.45 Uhr deutscher Zeit statt. Die Zeitverschiebung, die gibt es in Aserbaidschan. Das betrifft aber nur die Spieler sozusagen. Aber für euch gilt Anstoß morgen um 18.45 Uhr. Ihr könnt gerne auch live und kostenfrei das Werkself-Radio hören. Ab 18.15 Uhr melde ich mich gemeinsam mit dem Kollegen Cedric Pick aus Baku. Und dann werden wir euch natürlich einstimmen auf die Partie und uns dann auf den vierten Spieltag der Europa League Gruppenphase freuen. Also vielleicht eine schöne Alternative, wenn man sich fragt, ja, wo können wir das Spiel denn sehen und hören? Dann gerne auch das Werkself-Radio einschalten. Es geht im Übrigen eben in die Hauptstadt Aserbaidschans. Das Stadion, das ist auch ein besonderes, heißt Tofik Bahramov Stadion. 31.000 Plätze, ein Fußballstadion mit einer Leichtathletikanlage. Hier trägt Karabakh die Europa League-Spiele aus. Gibt noch das Nationalstadion in Baku mit 68.000 Plätzen. Dort fanden Spiele der Europameisterschaft statt oder das Europa League-Finale 2019. Da aber spielt die Werkself nicht, sondern im Tofik Bahramov Stadion. Und wer sich fragt, wer Tofik Bahramov war, dem sei gesagt, das ist der Linienrichter gewesen, der 1966 das Wembley-Tor im Finale zwischen England und Deutschland als regelkonform anerkannte. Ja, also von daher ist das dann auch nochmal vielleicht eine ganz interessante Personalie am Rande. Karabakh im Moment aktueller Tabellenzweiter der heimischen Liga. Im Europapokal seit 13 Heimspielen ungeschlagen. Also das nochmal ein paar Zahlen am Rande, bevor wir uns jetzt so langsam vom Training hier in Leverkusen verabschieden. Die Werkself reist gleich nach Aserbaidschan zum Europa League Gruppenspiel Nr. 4. Am Sonntag geht es dann weiter gegen Union Berlin. Schön, dass ihr da